habe schlechte Neuigkeiten. Die Amerikaner haben unser Chemiewaffenlager am Aralsee besetzt. Wenn wir diesen Befreiungskrieg gewinnen wollen, müssen wir die Lagerbunker zurückerobern. In den Bunkern lagern chemische Kampfstoffe, mit deren Hilfe wir diesen Krieg gewinnen können. Wir müssen 4 Bunker erobern, damit wir neue Kampfstoffe produzieren können. Die Bunker werden von US-Einheiten bewacht. Attacke! Derbe den raus! Holen wir uns unser Eigentum zurück! Die laufen wie die Hasen! Das soll das große Amerika sein? Sogar ihre Helden fliehen vor uns. Können Sie laufen? Sicher die Bunker. Halt! Zurück! Die Amerikaner haben eine Bombe! Das brennt! Das brennt mir! Diese feigen Hunde. Geben wir diesem ehrlosen Gesindel den Rest. Das Ganze wir legen los. Uns. Ja. Skorpionpanzer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir auch diese Mission im ersten Versuch bewältigen werden. Wir spielen wie immer komplett auf schwer und stürzen uns hier jetzt ins Getümmel. Los geht's. Mein Name ist General Ricky. Herzlich willkommen. Wer ist hier gerade live mit dabei und möchte in die Geschichte dieses Livestreams eingehen? Eins in den Chat. Zeigt euch. Kopfgeld nehmen wir, Skatstellung nehmen wir. Mistress, Ghostwolf, Komono, Lupa, Bachem, John, Giselle, Alex, Verexon, Nico, Azrael, Jelly, Rob, Skyline, Metal Dirk, Stevo, Parik, Abi, Jeffrey, Rat, Chris, Silent, Richie, I don't care, Ahmed. Herzlich willkommen und Hulk ist auch noch mit dabei. Und wenn ihr dieses Video hier eines Tages auf YouTube seht, meine Lieben, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Schreibt einfach rein, war live mit dabei. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Let's go. Können wir nicht in Frieden leben? So, dann wollen wir mal gucken, was uns hier alles erwartet. Na, bis hier können wir schon mal ordentlich einnehmen. Wir gehen erstmal in die Buden rein. Und wir müssen hier die gegnerischen Bunker einnehmen. Okay. Werden wir mal schauen. Wir dürfen nicht übertreiben. Ihr wisst, wir haben einen Win-Streak. Unsere Win-Serie darf nicht unterbrochen werden. Unser Clan ist stark. So. Wir brauchen erstmal eine Kaserne. Da kann ich nicht bauen. Ich tue, was ich tun muss. Was liegt an? Wir decken erstmal ein bisschen auf. Schauen, was uns hier erwarten wird. Vollgas! Und Power Noob, schön, dass du mit dabei bist. Vollgas! Hier haben wir noch eine Brücke, okay. Wir nähern uns an der Brücke. So keine Amerikaner. Ja, ich weiß. Suchen wir einen Abschluss. Mhm. Gut. Da bewachen sie. Amerikanischen Speer haben uns entdeckt. Ich fürchte, wir müssen kämpfen. Wir haben einen Krieger verloren. Vollgas! Festhalten! Ah ja. Fahren Sie mit den Humphys direkt rein. Die nehmen wir raus, komm. Unsere Basis ist in Gefahr.
Jetzt sind wir definitiv enttarnt. Die haben uns entdeckt. Unser Stützpunkt ist geleakt. Wir bauen mal ein paar Raketenwerfer. Hier holen wir jetzt erstmal ein paar Vierlingsgeschütze raus, ein paar Skorpionpanzer. Und zum Kontaminieren könnten wir hier eigentlich noch einen Traktor hinsetzen. Einen Toxintraktor. Mal schauen, was hier oben abgeht. Funktioniert noch. Sind unterwegs. Funktioniert noch. Ah ja, ein Bunker, die weitere Brücke, okay. Gut, weiß ich Bescheid. Brauchen wir definitiv ein paar Toxintraktoren, um den Bunker da frei zu schälern. Dann werden wir wieder säubern, werden wir den. Okay, haben wir es. Crusader-Panzer. Raketentruppen. Alles klar. Gut, wir rücken hier erstmal ein bisschen vor. Wie viel Kohle haben wir? In diesen Ruinen verschanzt. Räuchern Sie sie mit Toxintraktoren aus. Ja, mach ich. Die wehren wir natürlich problemlos ab. Sehr, sehr gut. Okay. Vier Linksgeschütze. Wir haben noch 43.000 zum Sammeln. Das ist aber sehr, sehr gut. Also 50.000 ungefähr. Ah ja, 50.000 plus haben wir sogar noch. Okay, das ist mega. Das ist sehr, sehr gut. Wir spielen Command & Conquer Generals komplett ungeschnitten. Und die schwere GBA-Kampagne im Moment. Wir haben einen Krieger verloren. Wir bauen auch gleich erstmal einen Palast, damit wir Jarmin Kell machen können. Und wir den ausbilden können, den Kerl. Na komm. Unser Vierling, der räumt hier doch auf. Rückzug, Rückzug. Wir sichern erstmal hier die rechte Ecke. Was liegt an? Überraschung! Kein Opfer ist so. Rein da. Ich tue mein Bestes. Ich habe Hunger. Das ist ganz schön weit. Stingerstellung stellen wir hier in den Wald. Wir machen hier unten erstmal so ein bisschen dicht. Mit unserem Toxintraktor warten wir da aus dem Hinterhalt. Jetzt kommen sie von unten rechts. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und unser Vierling, komm, baller, 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 lad durch. Mach die Magazine leer, mein Lieber, ja. Drücke den Knopf. Sehr gut. Hier setzen wir unseren Toxintraktor hin. Gestern genau die gleiche Mission gespielt. Mega Power Noob. Feier ich gerade extremst. Die Butze machen wir leer. Du musst näher ran, du triffst nicht. Praktikant hinterm Steuer. Gut. Ist in Ordnung. Und hoch hier. Ist nochmal von der Seite ran. Und baller. Ja, so muss das aussehen. So. Jarmin Kell brauchen wir. Sehr gut reingelockt. Fantastisch. Wir machen Toxingranaten und die Anthrax-Beta-Variante. Toxinwaffen verursachen nochmal 25% mehr Schaden. Wir haben die Bude wieder besetzt. Oh, die sind aber gut. Die sind aber gut dabei. Gefällt mir. Spitze. Das ist ein richtiges Tauziehen. Und Sprühe. Strike, Baby. Ein paar Scud-Stellung holen wir auch raus und wir bauen jetzt eine zweite Waffenfabrik. Setzen wir direkt hier oben hin. Können wir nicht in Frieden leben? Da kann ich nicht bauen. Wir wollen kämpfen. Die Musik ist ein bisschen wild, hä? Eine Melone 1,50. Melona, 1,50.
Nur heute, nur jetzt im Angebot. Begrenzte Auswahl. Melona, Melona. Ja, wir bewachen die GBA Untergrund. Ein Tank ist fallen. Vorsicht, nicht verschütten. Spazierfahrt. Herzlich willkommen in meinem Bazar. Es kann losgehen. So, wir kontaminieren hier erstmal. Das sieht gut aus. Und mit unseren Raketenbuggies machen wir jetzt hier oben nämlich ein bisschen Alarm. Und die Bude hier ist voll, gut. Die kommen mit hier nach oben. Sammeln wir uns kurz. Und wenn wir die ersten Scud-Stellungen haben. Oh, guck mal hier. Er baut eine Partikelkanone. Oh, wow, 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 wow. Und hier unten? Schaut mal, was hier unten kommt. Direkt mit einem Kundschafter. Schau mal. Jetzt ist Feierabend. Netter Versuch. Ja, habe ich schon mitbekommen. Bauen erstmal einen Schwarzmarkt, damit wir alle unsere Updates pushen können. Und dann machen wir hier unten auch so ein bisschen zu erstmal. Mit unserem Hinterhalt machen wir das hier. Hallo. Na? Was machst du jetzt? Nimm den Bulldozer raus. Unsere Basis wird angegriffen. Kommt hoch zum Bulli. Abwehren. Und dicht machen. Unser erster Scud, den brauchen wir. Hier oben werden sie auch wieder frech. Haben die Bude eingenommen. Zack, leer ist er. So, unser Sniper Reno geht direkt in die Butze rein. Müssen aber aufpassen, dass keine Blendgranaten fliegen. Weil sonst wird es nämlich ganz, ganz übel. Das ist so ein kleiner Nachteil, ne? Also die GBA hat keine Blendgranaten. Kommen sie von unten wieder, müssen wir auch abwehren. Sehr schön. Okay. Mit einem Mob könnten wir natürlich auch Action machen, wisst ihr das? Wir haben einen Krieger verloren. Wir holen mal ein paar bewaffnete Mobs raus. Na, jetzt kommen sie rüber. Den setzen wir jetzt erstmal unter Druck, den Bunker hier. Und da wisst ihr, was noch klüger wäre? Wisst ihr, was richtig clever wäre? Ja, schön snipen, genau, super. Wir haben einen Krieger verloren. Und snipen. Ja. Und mit unserem Toxintraktor machen wir jetzt nämlich den Bunker hier leer und dann nehmen wir den selber ein. Und los geht's. Den haben wir. Jetzt noch den da hinten. Sehr schön. Kannst du aufhören zu schießen? Diese Brücke führt zum Stützpunkt der Amerikaner. Wenn wir sie kontrollieren, sitzen sie in der Falle. Aber das machen wir jetzt. Die Brücke kontrollieren wir. Rein da. Unser Sniper ist positioniert im Bunker. Und unsere ersten Mobs kommen hier an. Rein da. So, dass hier oben passt. Wir haben so unsere Rebellen natürlich abgewehrt, hab nichts anderes erwartet. Ist vollkommen in Ordnung. Artikelkanone noch 30 Sekunden. Und jetzt brauchen wir erstmal hier noch einen Schwarzmarkt. Wir brauchen nämlich mehr Money, Money, Money. Tun Sie mir nichts. Ich werde gehorchen. Ich beeile mich. Ich bin schneller. Natürlich. Ich bin schneller. Wir haben einen Krieger verloren. So. Ich bin schneller, ich bin schneller. Oh! Okay, los geht's. Oh! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt kommen die wirklich mit Tomahawks und mit Paladin. Gut. Jetzt müssen wir reagieren.
reinfeuert mit seiner Partikelkanone. Jetzt kommt die Partikelkanone noch mit rein. Strike, das sieht gut aus. Und die mäht direkt bei uns durch. Oh, 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 oh. Das pfeffert. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Ich werde gehorchen. Oh, neue Waffenfabrik. Wir haben einen Krieger verloren. Wie heißt er wohl? Okay. Da kommt der nächste große Angriff. Komm, Speerangriff. Einmal Anthrax, einmal hochexplosiv. Ballert. Jawohl, Speerfeuer und Hinterhalt. Zack. Ihr seid eingekesselt. Bam. Sehr gut. Und Rums. Jetzt rücken wir hier links weiter nach vorne. Also sie wehren sich gut. Recht zäh, muss ich sagen. Sehr, sehr zäh. Jetzt spielen wir gleich mal mit unseren Raketenbuggies. Die kriegen erstmal noch ein paar Raketen. Auf dem Rücken geschnallt. So, das hier sollte halten, hä? Jawohl, fantastisch. Und guck mal, mein lieber Chris, falls du mal Lust hast zu helfen, guck mal im Hilfekanal. Da rausch gerade ein bisschen was durch. Ich glaube, hier wäre eine Fernschaltung sehr, sehr sinnvoll, wenn ich das so mitlese. Das wäre echt spitze, wenn du ihm helfen könntest. Würde ich total feiern. So. Und jetzt rücken wir hier nämlich ein bisschen vor. Los geht's. Micromanagement mit den Raketenbuggies. Jawohl, Nightlife. Das ist mega. Bist du auch auf TikTok? Also ich suche derzeit auf TikTok und Twitch suche ich Moderatoren. Wenn ihr mich sehr, sehr gerne unterstützen möchtet, würde ich mich riesig freuen. Der ein oder andere sagt, ey Mensch, ich hab Bock. Müssen wir mal quatschen. Wäre auch gut, wenn ihr nicht Discord-scheu seid, wenn ihr ein Mikro habt. Wenn ihr mit mir locker flockig ein bisschen quatschen könnt. Dann schauen wir mal, ob das alles passt. Und dann gucken wir mal. Das ist geil, Verixon. Haust du dann ein paar Bilder rein im Discord? Würde ich sehr, sehr gerne mir angucken, den Gaming Room. Ja, guck mal, wir nehmen die ja richtig schön raus mit unseren Raketenbuggies. Keine Chance. Oh, da ist ein Leck im Tank. Oh, das zieht, das zwirbelt. Unangenehm. Unsere Basis ist in Gefahr. Muss mal aufpassen, kommen wir gerade nicht richtig ran. Unsere Basis? Wo? Ah ja, okay. Ja, kam ein ganz schöner Angriff. Gut abgewehrt. So. Wir graden weiterhin ab. Holen noch ein bisschen Nachschub. Das wehren wir solide ab. Fantastisch. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Werden wir anfangen, die ersten Bunker einzunehmen. Ich tue mein Bestes. Was liegt da? Bin unterwegs. Ist meine Pflicht. Vorsicht. Wir haben einen Krieger verloren. Wert ihn ab. Komm, komm, komm. Sehr gut. Crusader-Panzer halten nämlich sehr viel aus. Schon wieder Partikelkanone. Oh, nicht unser Palast. Autsch! So ein Fiesling. Ich stell mal jetzt hier rein. Guck mal, der A10 auch noch. Hab direkt wieder abgebrochen. Boah, direkt auf unser Geheimlager. Ja, wir brauchen mehr Luftabwehr. Okay. Ein paar Vierlinge. Hier oben werden wir auch gut ab. Oh, wir brauchen Support, der Paladin kommt durch. Schön unterstützen. Sehr gut gemacht, klasse. Hier bauen wir jetzt erstmal eine Abwehrstellung hin. Wir überlassen hier nichts dem Zufall. Bevor wir die Bunker einnehmen, müssen wir das Ganze richtig schön sicher machen. Jawohl, Komono, wir müssen nur noch quatschen.
Können wir nicht in Frieden leben? Wäre sehr, sehr geil, wenn du ein bisschen auf TikTok moderieren könntest, Komono. Da sind immer wieder Fragen im Chat, die derzeit niemand beantwortet. Muss immer wieder ich drauf eingehen. Immer wieder und ständig muss ich darauf eingehen. Es wäre wirklich mega, wenn wir da jemanden hätten, der so ein bisschen moderiert auf TikTok drüben. Und sagt, yo, der spielt auf schwer. So kannst du Discord beitreten. So funktioniert das online und so weiter. Das wäre wirklich Gold wert. Wäre richtig große Klasse. Hier stellen wir jetzt so ein paar Stingerstellungen hin. Und dann ist hier nämlich dicht. So. Fantastisch. Wir haben einen Krieger verloren. Jetzt nehmen wir nämlich unseren Sniper. Ich schleiche mich an. Machen erstmal den Bunker hier sauber. Und das machen wir wie folgt. Passt mal auf. Ganz, ganz leise. Wir schauen durch unser Zielfernrohr, visieren an und drücken ab. Knips. Ausgeknipst. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Er wundert sich. Was waren Ditte? Hä? Aua, Raketen. Guck schon mal. Noch mehr Raketen. Oh. Ja. Falscher Zeit, falscher Ort, mein Lieber. Und Headshot, voll ins Knie. Sehr gut. Und mit den Panzern machen wir jetzt das Gleiche. Und Knips, Lichter aus. Okay, Neujack, gar kein Problem. Ganz, ganz lieb von dir. Also, ich möchte nicht, dass ihr euch... Boah, guckt euch die Effekte an. Das ist der Bloody Steel Mod. Wahnsinn, wie die Erde hochfliegt. Die Druckwelle. Die Rauchwolken. Hammermäßig. Irgendwo ist hier aber ein Sniper steht hier auf der Brücke. Wisst ihr, was wir da machen? Schießt doch mal bitte hier hin. Gucken wir mal, ob wir den erwischen. Und? Boing. Er spritzt Blut, aha. Weg ist er. Sehr schön. Na, setzt euch nicht unter Druck. Wenn ihr Lust und Zeit habt und sagt, yo, hätte ich Bock, abends ab und zu hier so ein bisschen zu moderieren, dann sehr, sehr gerne. Tickelkanone. Wo denn diesmal? Oh, er brennt der ganze Wald. Das ist eine Ansage. Gut, wir brauchen erstmal noch ein paar Schwarzmärkte. A10 kommt auch noch rein. Oh. Er hat richtig Bock. So. Das sieht doch schon mal ganz safe aus jetzt. Öli nehmen wir ein. Hey, bist du schon mal Humvee gefahren? Willst du mal fahren? Ja, na klar. Dann komm rein hier. Los. Spring rein, ab ins Lenkrad. Oh, hier hinten haben wir noch eine Brücke. Geht's hier rüber? Hier geht's auch nochmal rüber. Nein! Hier müssen wir zumachen. Oh. Achtung, hast du noch eine Patrone im Lauf? Upgrade verfügbar. Ja, hä? Na dann. Feuer. Sehr gut, klasse. Du darfst heute Crusader-Panzer fahren. Ich bin bereit. Natürlich. Kommen die nächsten? Notfallplan, grüß dich, mein Lieber. Hi. Salut, Rekrut. Schön, dass du da bist. Wir haben einen Krieger verloren. Sehr, sehr gut. Schön. Mann, ich glaube nämlich, wenn du diese Mission hier rushst, wird das ganz schwierig. Du musst hier wirklich so ein bisschen entspannt das runterspielen. Oh, das brennt, das brennt. Oh, müssen wir hier wirklich zur Arbeit? Oh, ist schon sehr makaber, hä? So. Hier machen wir am besten mit dem Palast dicht. Würde sagen, suboptimal.
Sehr suboptimal. So, ja. Unser Land wird bedroht. Ja. Wir haben einen Krieger verloren. Na, die wehren wir ab. Jetzt nehmen wir die Bunker ein. Los geht's. Können wir nicht im Frieden leben? Hisse deine Flagge. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben einen Krieger verloren. Mhm. Wir haben das Gebäude eingenommen. Auf in den Kampf. Verderben allen Unterdrücker. Das Gebäude gehört jetzt uns. Sehr schön. Schwerer Panzer, alles klar. Okay. Reparieren wir die Butze. Und reparieren. Auf in den Kampf. Will jemand mit? Jawohl, Sir. Hier ist Platz für fünf. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was wir hier oben rechts mit Jarman ausrichten können. Wir haben einen Krieger verloren. Also die Abwehr hier läuft ganz gut. Kommen wir vielleicht noch ein paar Scud-Stellungen. Ja, Tomahawk-Rakete kommt an, okay. Warum sage ich das, fahren die hier lachend durch? Wir bauen mal ein paar Bomben-LKWs. Yo, wir lassen es jetzt mal richtig krachen. Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Wir haben einen Killer verloren. Hinter unserem Palast raus. Ne, erstmal unsere Stadt. Okay. Halte durch. Boah. Palast, bitte neu bauen. Ich will ein paar Bomben-LKWs haben. So. Jawohl, Sir. Zeigen wir. Komm mal rüber. Schwerer Panzer, alles klar. Was liegt an? Boah, das ist aber wirklich ein ganz, ganz enger Pfad, hä? Okay, los geht's. Ich werde mich aufkommen. Sehr gut. Unsere Heimat ist in Gefahr. Schön. Wir haben einen Krieg auf der Überraschung. Ah, da haben wir noch einen Bunker, alles klar. Nehmen wir natürlich ein. Den ballern, nehmt den Crusader raus. Kommt schon. Rein da. Lass uns nicht zurückschrecken. Sehr gut. Jawohl. Und der hier muss noch rausgenommen werden. Dann nehmen wir mal den Bunker hier ein, ha? Den nächsten Bunker. Schön haben wir den dritten, klasse. Mal gucken, ob unsere Stingerstellungen direkt hier rüber ballern und ihre Ökonomie schädigen. Wir kommen jetzt die nächsten. Machen wir direkt wieder das Sperrfeuer rein. Und nämlich auch unsere neuen Scuddies. Sehr, sehr gut. Wir nehmen den jetzt richtig in die Mangel. Die ganze Zeit muss hier ein Scud-Sturm runterkommen. Okay, perfekt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt werden wir mit unseren Spreng-LKWs. Werden wir jetzt gleich hier unten rechts reingehen. Jawohl, das will ich sehen. Genau so. Er lädt über ein Nachschublager ab und bekommt Raketen ins Gebälk. Fantastisch. Atoxa, vielen, vielen Dank fürs Teilen des Livestreams. Frodo, Liebe geht raus. Dankeschön für eure Follows auch noch. Mega. Danke für die Teamherzen. Schön, dass ihr alle am Start seid. Absolut klasse. So. Dann wollen wir nochmal kicken.
Biobombe? Yo. Hochexplosive Bombe? Doppel-Yo. Mach dreimal Yo, Yo, Yo. So. Okay, ihr seid ready? Hervorragend. Und Bleifuß. Los geht's. Und hier hinten tickt's. Der Kofferraum tickt. General, der Feind feuert mit seiner Partikelkammer. Soll er machen. Wir haben einen Krieger. Komm, riech erst mal rein. Oh! Und der Nächste. Rüber. Rons. Na gut, für einen Sniper ist ein bisschen unglücklich gewesen. Ich hätte schon gerne einen Multikill. Ja, also, das waren die Bomben-LKWs. So sehen die aus. Ganz, ganz toll. Ja, kann man machen. Kommst du aus dem Rheinland? Ich würde sagen, aus dem Land, woher ich komme, das ist schon recht reinlich. Ich bin auch persönlich recht reinlich. Also ich lege schon Wert auf Körperpflege, könnte man sagen. Rasiere mich auch regelmäßig an verschiedenen Körperstellen. Aber aus dem Rheinland direkt bin ich jetzt nicht. Mhm. Du? Gut. Jetzt gehen wir mit unserem Sniper hier rüber. Norbi, grüß dich. Danke für dein Follow. Rücke vor. Ah, schön abwehren, schön abwehren. Und die brechen hier durch. Glaubt ihr's? Das ist ja unerhört. Sacre bleu. Die Paladine brechen hier wirklich durch. Wehrt die doch mal ab jetzt. Kommt. Wir wollen zu unserem Bunkern. Wehrt sie ab, komm, komm, kommt. Sehr gut. Unser Bunker. Gut gemacht. Wir brauchen mehr Abwehr. Noch mehr Abwehr brauchen wir. Fahr nicht so weit vor. Guck mal, da kommt direkt wieder rüber. Mann, die wollen straight nach oben. Wir brauchen ein paar Beförderte. Guck mal, wie die hier durchcruisen. Kennen die gar nichts. Sag mal, da grade ich jetzt meinen Skorpion ab. Was sagst du dazu? Ums. Er kriegt jetzt auch seine Skorpion-Raketen. So, hier unten. Ja, hier machen die auch Alarm. Bums. Moin. Kuckuck. Hallo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha, im Bunker, ja. Hier ist noch ein Nachschublager mit 40.000 Ocken. Noch was? Rücke vor. Ich schleiche mich an. Sonst noch was? Okay. So, wieder ein Gebäude. Gut. Check, check. Checke Diener Gulasch. Ich schieße auf alles, was ich bewege. Wir gehen rüber. Wir nehmen sie ein. Wir erobern sie. Hier oben ist alles safe, gefällt mir. Unsere Armee ziehen wir ab. Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Partikelkanone phasert hier durch unsere Armee. Wow. Sehr, sehr clever. Wir haben einen Krieger verloren. Aber wir kommen, wir sind unterwegs. Was hier ankommt, ist schon nicht von schlechten Eltern, ne? Also die Eltern hatten mindestens Hochschulreife. Muss man sagen. Wie episch das aussieht. I love it, baby. Das schmatzt. Okay, wir sind drüben. Sniper.
Sehr gut. Anvisieren und Feuer. Jawohl, du kannst auf 100 Discord-Servern gleichzeitig beitreten. Tun Sie mir nichts. Das ist ganz schön weit. Und erhebt euch. Fliegt, meine Engel des Todes. Fliegt. Erhebt euch in die Lüfte und macht General Gricky glücklich. Und ich werde gehorchen. Gehe ja schon. Die nehmen wir auch ein, die Butzen hier. Ah, nicht mit unseren Scuddies, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Du musst hier erstmal eine Stingerstellung hinstellen. Eigentlich bräuchten wir unseren Toxini. Komm mal her hier. Toxini, einmal bitte an Kasse 2. Ja? Komm vor. Macht 18,50 bitte. Ja, so sieht Zahltag aus. Hat er direkt mit dem Zwanni beglichen, die Rechnung. Guck mal, hier können wir theoretisch von unseren Scuds, mit unseren Scuds können wir von hier von der Insel rüberballern. Ey, ist das geil. Boah, ist das genial. Uiuiuiuiui. Achtung. Kuckuck. Okay. Steht irgendwo ein Sniper. Jarman, du wirst gleich gekillt, pass auf. Weißt du was, Jarman Kell? Und nicht Kill, denk immer dran. Hm, wir wissen nicht, wo der Sniper steht. Dann würde ich sagen, kontaminier mal hier. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben einen Krieger verloren. Jo, da haben wir ihn erwischt. Ha! Genius Move. Doch nicht so blöd, wie ich aussehe, hä? Hier kommen wir mit rüber. Bauen wir weiter, du Frechdachs. Ich gedacht, ich sehe das nicht, hä? Mittagspause ist vorbei. Runter hier. Rücken wir nämlich hier rüber und gleich gehen wir oben links bzw. rechts auch noch auf die Brücke rauf. Burnham, Burnham. Sehr gut. General, der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Soll er machen, soll er machen. Soll er nicht machen, stopp, hey. Hey, halt, stopp. Oh. So haben wir aber nicht gewettet. Okay, jetzt müssen wir all in gehen. Das war der Startschuss. Wir wissen Bescheid. Jetzt müssen wir rasieren und zwar gegen den Strich. Hier rüber, kommt. Nimm die Bunker ein. Jawohl. Du baust hier noch eine Stingerstellung. Wir gehen jetzt rüber. Auf beiden Seiten gehen wir rüber. Jetzt geht's los. Angriff. Und weiter vorrücken. Rein in den gegnerischen Stützpunkt. Wir müssen ihn dominieren. Wir kontrollieren genügend Bunker. Kümmern wir uns jetzt um die Amerikaner. So machen wir das. Ich gehe rüber. Ich bin bereit. Und da kommen Comanches, oder? Jo, wehrt die ab. Zeigt den Comanches, wie schön es sein kann, auf dem Boden zu stehen. Und hier oben gehen wir jetzt auch rüber. Los geht's. Angriff für die GBA! Rollt rein hier. Nehmt eure Skorpionraketen. Ab geht's. All in, Baby. Los. Vielen, vielen Dank, Chris, für den Game Controller auf TikTok und für das Teamherz. Dankeschön für deinen mega geilen Support. Oh, die wehren uns hier aber gut ab.
Kommt schon. Nehmt die Bunker raus. Einen haben wir. Ja, unten auch noch. Sehr schön. Den haben wir. Und vorrücken. Auf die Patriot gehen. Kommt ein Tomahawk. Nehmt ihn raus, bevor er schießen kann. Jawohl. Und vorrücken, vorrücken, vorrücken. Den Humpfi kriegen wir. Und Angriff. Rein in den Stützpunkt. Los geht's. Nehmt sie raus. Hinterhalt. Wir haben einen Krieger verloren. Sehr, sehr schön. Wir haben einen Krieger verloren. Und auf beiden Seiten müssen wir rüber. Hier versuchen sie noch zu verteidigen. Rückzug. Ja, das machen die sehr, sehr gut. Brauchen wir wirklich noch Unterstützung hier oben? Sonst kommen die ja noch rein, ne? Ist nicht verkehrt. Und hoch hier. Angriff auf die Waffenfabrik. Los! Bulldozer, nimm ihn raus. Komm, mein Lieber. Leg den Sprenggürtel ab, such dir ein besseres Hobby. Komm her hier. Dankeschön für den Game Controller, Chris. Dankeschön für die Rosen, für das Tofu. Habe ich eine Mahlzeit nach dem Stream. Und jetzt bauen wir eure Technologien. Wie fühlt sich das an, hä? Wie fühlt sich das an, wenn wir selber Ranger ausbilden? Wie ein Bombenurlaub am Strand. Bums. Nee. Er wehrt direkt unsere Scud-Werfer ab. Hammermäßig, wie er reagiert. Aber es ist zu spät. Und deine A10? Autsch! Oh! Beschädigt werden, tritt das Gift aus. Ah, der Bunker! Oh, das zwiebelt! Wir haben einen Krieger verloren. Unser Bulli! Okay, wir müssen kontaminieren. Und keine andere Wahl mehr. Drück deinen grünen Knopf. Zieh am Hebel. Wir haben einen Krieger verloren. Eddie, yo, grüß dich. Hi, wie geht's dir? Na du? Alles klar? Und wir holen Verstärkung rüber da. Ich habe Hunger. Oh, schon gut. Unsere Basis ist in Gefahr. Rein da. Und sie zerschießen schon ihre eigene Kaserne. So stinksauer sind die beiden hier. Wir haben eine Wette gemacht gehabt. Und gesagt, ey, wenn wir verlieren, zerschießen wir unsere eigene Kaserne, bevor wir draufgehen. Und das versuchen sie jetzt noch einzulösen, diese Wette. Werden wir es schaffen, das zu verhindern? Killt sie, schneller. Komm, die haben eine Wette laufen. Einer noch. Yo. Die Patriot. Was für ein genialer Kampf, hä? So verschachtelt hier drüben. Die wehren wirklich noch richtig viel von uns ab. Aber wir haben sie. Wir haben sie wirklich niedergerungen. Oh, da kommen noch. Komm, Comanches. Brauchen wir Vierlinge. Können wir nicht in Frieden leben? Wir haben einen Krieger verloren. Sehr, sehr schöne Mission. Gefällt mir extremst gut. Muss ich wirklich mal loswerden an der Stelle. Ganz, ganz toll. Ein Bunker ist leider kaputt gegangen. Schade. Ja, jetzt nehmen uns nämlich die Comanches hier raus. Ja. Aber gleich kommen unsere Vierlinge, keine Sorge. Ich habe Hunger. Gibt es kein besseres Werkzeug? Tun Sie mir nicht. Kriege ich ein paar Schuhe? So. Wir haben einen Krieger verloren. Haben wir noch ein bisschen Nachschub. Bluner, Riva und Azrael, vielen, vielen Dank für eure Follows. Grüße euch. Oh, da ist noch verseucht gewesen. Sorry, Jungs, nehmt's nicht persönlich. Wir haben einen Krieger verloren. Das ist ganz schön. Schieß auf alles, was sich bewegt. Jetzt müssen wir rüber. Holt den Comanche runter, kommt schon.
weiter unter Druck setzen. Er darf sich nicht mehr aufbauen. Ja, gut. Er versucht es schon wieder. Er hat uns solide abgewehrt, ne? Jetzt ziehen wir hier ein. Guck mal, jetzt kommen unsere Barfußliebhaber, unsere Fußfetischisten kommen jetzt hier rein und denken sich, ey du, ich baue hier. Warte mal, ich schwinge jetzt meinen Hammer. Los geht's. Und wir nehmen sie raus. Kuschelmaus, herzlich willkommen, grüß dich, na du. Alles klar bei dir? Wir haben einen Krieger verloren. Ich frage mich, was sich da oben rechts in der Ecke noch verbirgt. Gibt's da was? Kommen wir da irgendwie rüber? Nee, ne? Es sei denn, wir hätten hier Flugfeld eingenommen. Wollte ich gerade noch machen. Leider eine Sekunde zu spät. Ich glaube, hier ist nur Wasser, ha? Ah, hier wird nur Wasser sein. Wir haben einen Krieger verloren. Unsere Basis ist in Gefahr. Wir haben sie richtig niedergerungen. Hammermäßig. Was für eine schöne Mission. Cool. Gut, dann nehmen wir mal die Bunker ein und dann haben wir hier GG, hä? Haben wir hier dominiert. Kannst du mit deinem Hammer das Gebäude bitte weiterbauen? Das kannst du doch bestimmt, ne? Komm mal her. Schon gut, ich werde arbeiten. Das Gebäude ist fertig. Wir wollen kämpfen. Tun Sie das mir war nicht viel Arbeit. Können wir nicht in Frieden leben? Wir machen die GBA unter Grund. Was? Wir wollen kämpfen. Richtig genervt. Was? Hä, was willst du? Wir brauchen Mittagspause. Komm, zieh ab. Arbeit. Zieh Leine. Schon gut, ich werde arbeiten. Wir wollen kämpfen. Kein Opfer ist zu groß. Wir wollen kämpfen. Radar-Upgrade für unseren Wagen. Wir wollen kämpfen. Wir sind hier fertig. Das haben wir ja leider noch gar nicht. Wir wollen kämpfen. Wir auf in den Kampf. So. Wir wollen kämpfen. Einnehmen. Kein Opfer ist zu unser groß. Mut ist kein Opfer ist zu groß. Unser Mut ist grenzenlos. Hisst eure Flaggen. Lasst die Bunker blinken. Wir machen eine kleine Disco hier. Unser Mut ist die höhere Ordnung soll herrschen. Jawohl, herzlich willkommen in Rickys Disco. Rauf aufs Parkett. Wir legen alle eine heiße Sohle hin. Hier steppt der Bär. Wir haben einen Krieger verloren. GG.